Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Und ja, wir haben einen riesen Reinfall erlebt in der letzten Folge, dass der Spenker wirklich nur die Felder oben, unten, links und rechts bewässert. Ja, das war echt nicht so gedacht. Gut, ist jetzt so, kann mich ändern. Oh, wir haben den Ausgang gefunden schon. Monster gibt auch viel Geld. So, okay. Wie auch gar nichts da ist, ne? Sonst kein Erz, nix. Mach mich sicher, ob er sogar das Spiel speichert, was man sich schon geholt hat, welche Ebene. Manchmal kommst du mir nicht so vor, manchmal gar nicht. So, am besten immer, also Winterwurzel, okay, besser immer die Gegner in die Ecke zwängen, haben wir meistens Erfolg. Okay, wir müssen den Ausgang suchen. Der kann ja grundsätzlich überall sein. Ich bin gar nicht sicher, ob das zufällig ist oder ob der immer am gleichen Ort ist oder einfach zufällig immer die Chance hat aufzutauchen. Da ist er. Unglaublich, der wollte mich anspringen. Na komm schon. Oh, das ist heftig. Boah, wie viel kam da? 7? Na komm schon. Puh, haben es überlebt, aber immerhin. Okay. Jetzt mache ich kurz mal eine Frucht, ja. Weil wir ja schon ein bisschen Ausdauer verloren haben. Hier ist gerade so wunderschöne Musik. Na komm schon. Sind das überhaupt Kohle, Dinger, Monster, keine Ahnung. Vielleicht droppen sie Kohle. Wow, wie ich die Wilde getroffen habe. Glaube ich. Bin ich genau das Ding, wo die Zeppelin hat, natürlich logischerweise. Na? Okay, das ist nix. Du hast Ausgang.
Oh mein Gott. Okay. Der Boss-Blob hat auch... Oh, was ist noch ein Ring? Nochmal selber, okay. Na ja, gut, doppelt halt besser. Also ist wie die auch noch hier. Ja. Es ist schon ziemlich spät wieder. Du bist richtig im Flow gerade. Ja, ich habe die Biene gerade bewältigt, so wie das aussieht. Ja, sieht so aus, okay. Ja, dann gehen wir durch. Tundra-Stiefel. Okay, jetzt können die Tundra-Stiefel. Fallen zwei. Auf alle Fälle besser. Gut, gehen wir hoch. Eins, so, null. Null natürlich. So, sehr gut. Gehen wir nach Hause. Zeit zum Schlafen. Also Zeit schlafen zu gehen. Dann mal schauen, was wir dann alles so eigentlich bewältigt haben. Was jetzt unternimmt? Der Ofen, der läuft da in die 1-2 Stunden. Wenn ich jetzt Erz übergebe und dann schlafen gehe, ist das Erz fertig dann? Das wäre echt, ja, eine gute Frage, ne? Eigentlich müsste es. So, okay. Also Monster Loot. Schleim. Jetzt ist okay. Wurzel. Ja, krass, das war's dann schon wieder. Wieder haben wir ein Item, was mich aber eigentlich. Man müsste das Zeug echt wieder verwerten können, irgendwie. So. Und schlafen. Ja. Spitzeneffekte plus 1 zum Herstellerrezept umwandeln. Was umwandeln? FE? Hm? Oh, wir haben ein Fest ja heute. Jetzt stimmt, da war das Fest ja. Ganz vergessen. Okay, kurz Fernsehen schauen. Dem Lande, neues Rezept. Am Morgen wird angeblich eine unübliche hohe Menge an Muscheln und Korallenständen der Welt gespürt werden. Ich bin kein kein Wissenschaftler, aber ich habe gehört, dass irgendetwas mit dem Paarungszeit der Krabben zu tun hat. Ich fasse ganz gut Geld verdienen, wenn du dich ein wenig an ihren örtlichen Stand umsiehst. Ja, schon bemerkt. Schon wieder ein schöner Tag. Dann reden wir mal. Ja, es ist tatsächlich fertig geworden hier. Das funktioniert tatsächlich. 6 Eisenbahnen. Okay. Stimmt, wir müssen noch was mitnehmen dann. Für die Suppe. Vielleicht wird noch was fertig hier. Boah, der gießt echt nur ein Feld. Aber sie springt eigentlich total doof gesetzt dann. Der war schon, verdammt. Also oben, der ist dann nicht. Der ist. Alles gesetzt, okay. Fertig ist nichts zu erbeenden, oder?
Nee, leider nicht. Ich habe da eigentlich viel für die Suppe mitzunehmen, ne? Korn, vielleicht kann ich das mal auch für die Suppe. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Ich habe keine Ahnung. Sind wir auf alle Fälle noch zu früh? Jetzt geht was zu schnell. Geht jetzt viel länger, oder? Okay, wir können die wir können jetzt die Axt geben zu verbessern. Was passiert eigentlich, wenn wir eine Eisenspitzhacke haben? Kann man dann mit der schneller arbeiten? Oh, ich merke noch was anderes. Uns geht jetzt noch Kupfer aus. Jetzt müssen wir extra Kupferfarmen gehen. Oh, wie ätzend. Jetzt will ich in die hohen Gebiete wieder gehen. Luan hat begonnen am Stand. Ja, ich komme gleich. Nur kurz noch hier. Oh, jetzt sind alle im Fest, oder wie? Wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich sind jetzt alle im Fest, haben es verschlossen. Na gut, gehen wir an den Stand. Ein neues Event. So, wo ist Abby? Habe ich eine Blume dabei für Abby? Natürlich nicht. Das ist die Suppe. Ah. Okay. Was. Das ist eigentlich der einzige. Oh, die Abby ist ganz allein da draußen. Hi, Abby. Es ist anstrengend, mit anderen zu reden. Ich brauche lieber das Meer. Oh, sie ist ein bisschen. Ja, speziell. Schauen wir, wie sie den letzten hier findet. Ich möchte alle kurz auch an. Irgendjemand habe ich noch nicht angesprochen. Wer ist denn der Typ da? Vielleicht einer, der irgendwo im das alte Pärchen wieder. So, dann habe ich hier mal alle abgeklappert. Ich glaube, der Typ war noch. Was ist denn der für einer? Der Guss? Sagt mir gar nichts. Pam, sagt mir was. Mani, vielleicht. Pierre, kennen wir. Jodi. Clint. Maru, kennen wir auch. Einsiedler natürlich auch. Schau mal, das ist hier plötzlich. Ist hier plötzlich wieder zu. Okay, der Pirat auch wieder. Lea. So, jetzt habe ich alle angesprochen, bis der Typen wieder Mantel nicht. Was für ein züchten Anlass. Es ist immer eine Freude, Sternentautal zu besuchen. Okay. Gut. Mach dich zurecht, der Gouverneur ist für. Seinen jährlichen Besuch hier. Wenn du etwas für die Überraschungssuppe hast, dann wirf es auf jeden Fall in den Kessel. Habe ich schon gemacht. Und dann? Was ist das für einen da eigentlich? Haben die den schon angeklickt? Kann ich gar nicht anklicken, okay. Können wir da rein? Ich kann sogar rein jetzt. So, ich glaube, habe ich mit dem gesprochen. Ah, da ist noch einer. Ist das ein Zauberer? Ist das ein Zauberer? Ja.
Wien, ah ja, lass uns anfangen, genau. Bin gespannt, was jetzt hier kommt. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Jahr alle qualitativ hochwertige Zutaten in den Topf geworfen habt. Wir wollen nicht, dass der Gouverneur seinen Besuch zerbereut. Oh oh, ich habe Gewürzbeeren reingeschmissen. Also Gouverneur, würden Sie die Ehre weisen, die Suppe zu probieren? Oh oh, natürlich, ich habe mich schon ein ganzes Jahr darauf gefreut. Oh oh, jetzt fällt er tot um. Oh oh. Oh, schade. Naja. Ist das super? Okay. Hätten wir was Tolles reingeschmissen, was Teures oder so, war nicht beeindruckend. Aber ansonsten war die Luna ein voller Erfolg. Okay. Ja, gut. Das war's dann mal so weit, ne? Ja, kann ich das Korn mal verkaufen jetzt, wenn es nicht gebracht hat. Glaubst du denn was eigentlich? Ja, Brot herstellen, na gut, habe ich hier nicht. Aber noch Kupfer. Okay. So, und gute Nacht. Hallo? Ja, zu Bett gehen. So. Oh, hallo, warte. Gleich kurz hier noch Fansbericht. Bericht. Okay, Blitz und Donner, okay. Okay, hier kann man was pflanzen. Ja, also diesen. Okay, oh, ich glaube, da sind Früchte endlich dran. Oh ja. Ich glaube, es ist Erntezeit. Also wenn der Herbst kommt, werde ich mir den Stress dann nicht mehr machen, ey. Ich glaube, diese Hochstürme fahren jetzt so. Tränken. Der müsste sein. So, haben wir alles. Okay. Hier viel Energie zurück, ne? Ich glaube, die Erstklassen lasse ich mal. Human. So. Löwenzahn, Kiefer,
Das können wir eigentlich auch verkaufen gehen nachher. Warum eh nicht? Wir wollten noch unsere Werte verbessern gehen, ne? Wo bis da ist sicher was 9 Uhr. Ja, bis es 9 Uhr, bis wir da sind. Sehr gut, wir haben es erstmal Ernte gehabt. Bin gespannt, wie viel Geld es nachher geben wird. So, jetzt gehen wir runter. Ich zum Schmied. Sollen wir mal unsere Axt mal verbessern? Die brauchen wir zurzeit nicht unbedingt. Mal schauen, ob wir nachher die Baumstümpfe entfernen können. Werk zu verbessern, Kupferaxt, ja. So, die Axt haben wir nicht mehr. Kann man ja immer was machen? Sollte, wir geben ab sofort Mitgliedschaften. Mit einem Jo-Mitglied kannst du Verbesserungen in unserer Gemeinschaft mit Hilfe unseres entschlossenen Personals. Zu einem Preis natürlich. Und noch was. Bürgermeister Levis hat uns versprochen, sollst du irgendjemand bereit hätte, würde er zustimmen, dass wir dieses in einem Jo-Lagerhalle umfunktionieren. Ist das nicht wundervoll? $5,000 und dann bauen sie es um. Ja, jetzt hatte ich gesagt, wenn ich was mache. Ansonsten steht er eh still. Das ist so ein Ding, oder? Entweder man macht's und dann wird das Haus abgerissen. Oder man macht's nicht und dann, ja, bleibt es da rumstehen. Aber man geht eh nicht mehr rein. Ah doch, man geht noch rein. Stimmt, das Naturzeug ist da. Ich muss gerade mal notieren, die Sachen, die man da braucht. Vielleicht sollte man zuerst das noch machen, bevor man das macht. Wird wahrscheinlich Sinn geben. So, okay. So, ich gehe ein bisschen weiter erforschen. Geister? Leben haben die Geister, ey. Okay, Solar Essenz. Was Neues gedroppt. Aha. Ausgang haben wir auch. Noch mehr Ausgang gefunden. Noch mehr Ausgang. Ich wollte nur machen, wieso er anstatt abwehren, dann auch da steht und nicht mal die Waffe zieht. Ja, die Geister halten extrem viel aus, ey. Okay, wir haben drei Superbohnen. Ich nehme mal so eine zu mir jetzt. Ja.
Da hinten noch irgendwas, ja. Da sind noch Gegner und eine Tasche. Tasche in Inhalt oder? Die Tasche zum Aufheben. Okay, die bricht auf, ey. Na komm schon. Oder Geist, weg bist du. Das ist ein Blob. So, den haben wir. Nein! Verdammt! Ich wurde vom Schlange getroffen. So. Okay. Das war sie bereits, ne? Wir haben nichts mehr zu essen, sonst aus die Busuberwohn hier. Was ist das für eine Verschwendung? Warte, wir müssen ein bisschen hacken zuerst. Wir nehmen so viel Energie zurück. So. Oh, wir sehen schon, wie es überfolgt. Na gut. Ich kann auch hier einen Cut machen. Ich mache hier mal einen Cut und dann geht es auch in der nächsten Folge so weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende. Aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.